Steigende Zinsen haben die gute Stimmung auf dem Immobilienmarkt beendet. Die Preise sind unter Druck. Wie geht es jetzt weiter? Darüber möchte ich sprechen mit dem Vermögensverwalter Martin Hackler. Immer wieder hat er genau vor diesem Szenario gewarnt. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei René will Rendite. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Hallo. Als alle Immobilien wollten und der Markt boomte, hast du an vielen Stellen gewarnt. Jetzt ist die Stimmung schlecht und von Kaufen spricht kaum noch jemand. Bist du jetzt wieder anderer Meinung? Boah, die Frage habe ich noch nicht gestellt gekriegt. wir sind nicht auf Einkaufstour, das nicht. Ja? Gleichwohl, wenn sich gewisse Parameter geordnet haben, wir von der politischen Seite auch mal gezeigt bekommen, wohin eigentlich dort der Hase hinlaufen soll. Gibt es eventuell Förderung, gibt es vielleicht steuerliche Anreize dafür, dann möchte ich nicht ausschließen, dass man in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht doch wieder als Beimischung wohlgemerkt das ein oder andere Objekt an Land zieht. Lass uns mal über die aktuelle Situation auf dem Markt reden. Also wir haben die Probleme steigende Zinsen, die natürlich irgendwie die ganze Finanzierung teurer machen. Deswegen sind die Preise unter Druck. Oder wie schätzt du gerade die Lage ein? Die Zinsentwicklung ist sicherlich ein ganz maßgeblicher Punkt. Hinzu kommt ein ganz schwer zu kalkulierender Investitionsstau, der uns primär oder generisch von Brüssel aufoktroyiert worden ist. Und das gepaart damit, dass Vermieten als solches einfach deutlich teurer geworden ist. Also Vermieten ist teurer geworden, weil die Gestehungskosten für neue Objekte sehr, sehr stark gestiegen sind. Hinzu kommen jetzt Lieferkettenschwierigkeiten. Und ein weiterer Punkt ist der, dass auf der anderen Seite absolut nachvollziehbarerweise, Stichwort inflationäre Entwicklung und die Einkommen ziehen nicht mit, Mieter geschützt werden. Also gerade Altmietverträge mehr oder weniger eingefroren werden. Und die Vonovia hat ja versucht, auf breiter Front Indexmietverträge zu installieren. Das wird sehr, sehr kritisch gesehen. Und das, was an Förderprogrammen angeboten wird, können wir vielleicht gleich auch noch mal kurz drüber reden. Das ist jetzt nicht so, dass da ein Investor, der rechnen kann, Hurra schreit. Du hast die Inflation angesprochen. Die müsste doch eigentlich für das Investieren in Immobilien sprechen. Stichwort Sachwerte, Vermögensschutz und so weiter. Ja, frage ich mal zurück. Warum? Weil ich da Betongold habe, was Konkretes, mein Geld angelegt ist. Also was liefert mir Betongold? Besser als andere Anlagen? Ich habe immerhin nicht diese Schwankungen, die die Aktienmärkte haben. Okay, gut, da wäre ich bei dir. Aber auf der anderen Seite sind wir uns doch vielleicht in einem Punkt einig, dass ich einen Inflationsausgleich nur dann haben kann, wenn die zu erwartende Rendite höher ist als die Inflation, die momentan am Markt läuft. Und im Idealfall, und das haben wir nun mal bei sehr breit gestreuten Aktienportfolien, dass die Umsatzrendite der Weltwirtschaft schlicht und ergreifend inflationsindexiert kriegt. Also die Unternehmen bekommen ihre Preise ja durchgesetzt und sind deshalb auch an der inflationären Entwicklung positiv meinethalben beteiligt. Und gerade im Immobiliensektor wird es im Moment sehr, sehr schwer, darüber einen planbaren Inflationsausgleich zu generieren. Also dieses, diesen Satz, diese scheinbare Weisheit, Immobilien sind ein guter Inflationsschutz, den würdest du jetzt nicht so einfach stehen lassen. Sagen wir mal so, ich kann ihn nicht nachvollziehen. Ja. Vielleicht ist es ja mal ganz interessant, sich zum Beispiel die Vonovia-Aktie anzuschauen, wo wir jetzt ein Unternehmen am Start haben, was, glaube ich, über 500.000 Wohneinheiten in Deutschland hält und tatsächlich nur Wohnimmobilien als solches hält. So. Man sieht an dem Chart, wie furchtbar geprügelt hier der Aktienkurs geworden ist. Ja, über 50% verloren. Exakt. So. Und man kann durchaus davon ausgehen, dass in einem effizienten, transparenten Markt, der ja irgendwo eine sehr, sehr gute Schätzung des korrekten Preises für eine Unternehmensbeteiligung ist oder für einen Aktien jetzt in dem Bereich ist, schon so nicht daneben liegen kann, weil was ist jetzt eine Preisbildung? Das ist ja die Summe der zukünftigen zukünftigen zu erwartenden Gewinne eines solchen Unternehmens. So. Und gerade die Vonovia hat das Thema Zinsen oder Zinsanstieg auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Problem von
aufoktroyiertem Sanierungsstau als zwei der Gründe auch aufgeführt, weshalb sie im Endeffekt auch mit ihren Zahlen nicht so unterwegs sind, wie sie es gerne wären. So, parallel dazu, und das ist der große Widerspruch, und da habe ich auch noch nicht so den richtigen Zugang zu gefunden, wie unsere Bundespolitik eigentlich in der Immobilien- und Wohnungspolitik agieren möchte, weil wir finden zum Beispiel da Förderprogramme, wo allen Ernstes tolle Förderungen angeboten werden. Ich kann für 0% oder für 0,5% finanzieren. Ich bekomme Tilgungszuschüsse von 25% oder mehr. Aber ich bekomme dort tatsächlich, und das steht sogar im Einkommensteuergesetz, dass dann irgendwo ein Bauvorhaben nicht mehr als 3.000 Euro den Quadratmeter kosten kann. Weiß ich nicht, ob dann ein solches Objekt keine Fenster haben soll oder was auch immer. Ja, also das wird sehr, sehr schwer in dem Bereich. Oder aber ich muss mich dazu verpflichten als Investor, wenn ich diese Förderung in Anspruch nehme, auf 20 oder sogar 30 Jahre irgendwo meine Miete nicht über 6 oder 8 Euro den Quadratmeter erhöhen zu dürfen, maximal mit einer Steigerung von 1%. Und Indexmietverträge stehen irgendwo auf der Abschussliste von gewissen Politikern. Und das beißt sich unserer Meinung nach derart, auf der einen Seite mit dem, muss ich auch sagen, angeblichen so notwendigen Druck, neuen Wohnraum zu schaffen. Das ist die Frage, ob der überhaupt tatsächlich da ist. Das ist noch eine andere Thematik. Und auf der anderen Seite, das, was in der Vergangenheit immer super funktioniert hat, in den späten 80ern, in den 90er Jahren, nach der Wende, das nämlich genau hergegangen wurde und gesagt wird, wir schaffen steuerliche Anreize, indem wir einfach die Abschreibung von Investitionen nicht wie üblich im Neubaubereich bei 50 Jahre liegen, also bei 2% pro Jahr, was jetzt das aufstehende Gebäude angeht, sondern ich kann es meinethalben über 10 oder über 15 Jahre einen Großteil abschreiben. Das sorgt natürlich bei Investoren, die liquide sind und die Geld unterbringen möchten, vielleicht auch finanzieren möchten, trotz dass die Zinsen gestiegen sind, für entsprechende Motivation. Aber diese Programme sollen eher eingestampft werden. Also da sehen wir im Moment keine Veranlassung zu, hoffen allerdings, dass man da noch in Berlin in der Findungsphase ist. Du sprachst gerade als eines der Risiken die Sanierungskosten an, also der Sanierungsstau, den es gibt bei vielen Immobilien. Diesem Aspekt kommt jetzt natürlich mit den gestiegenen Nebenkosten durch die hohen Gaspreise etc. oder nochmal eine ganz andere Bedeutung zu. Ne? Also Immobilien mit schlechten Energieeffizienzwerten dürften jetzt kaum noch Käufer finden. Ja, das stimmt. Vielleicht nicht, dass da Missverständnisse aufkommen, erstmal hinsichtlich der Verkaufstätigkeit oder der Handelstätigkeit im Immobilienbereich. Im Vergleich jetzt zu der Vonovia-Aktie, also das sind zwei Paar Schuhe. Wir sehen im kleinteiligen privaten Immobilienmarkt nicht solche eklatanten Preisrückgänge. Die Preise geben zwar nach, aber eigentlich ist der Handel zum Stillstand gekommen. Das liegt daran, dass doch viele Verkäufer glauben, meine Immobilie ist aber, um eine Zahl zu nennen, 500.000 Euro wert. Ich finde nur keinen Käufer im Moment. Ja? Und wenn dann Ostern jemand bereit ist, 400.000 Euro zu zahlen, dann ist es häufig so, dass dann der Verkäufer sagt, das ist immer noch viel Geld, aber faktisch haben wir einen Preisnachlass von irgendwo 20% wären es jetzt in diesem Fall. So, und das ist damit nur schwer zu vergleichen. Aber du hast völlig recht mit einem Punkt. Die zweite Miete, also die Mietnebenkosten, die sind einfach im Wettbewerb um den guten Mieter ein echtes Argument. Und das, was in der Vergangenheit als dieses sprichwörtliche Betongold gehandelt wurde, das waren ja diese Zinshäuser. Das heißt, irgendwo so mittelprächtige Lagen, mittelprächtiger Ausbau. Alle waren trotzdem zufrieden. Ja, ich musste als Vermieter nicht so furchtbar viel Geld in die Hand nehmen, um ein solches Objekt auch im Schuss zu halten, oder habe vielleicht 30 Jahre gar nichts gemacht. So. Und auf einmal kommt auch das Thema ESG im Immobilienbereich um die Ecke, ja, wo gesagt wird, wir legen jetzt hier mal eine Taxonomie an und sagen, wie nachhaltig ist denn das Gebäude? Ja? Nicht nur hinsichtlich des CO2-Ausstoßes und der Dämmung und anderer Faktoren, sondern auch die anderen Kriterien werden dort angelegt. Und da ist es zum Beispiel so, dass viele Objekte, gerade im Zinshausbereich, auf einmal nicht mehr fondsfähig sind, ja? Weil die Dokumentation dafür einfach fehlt. Und so reihen sich die ganzen Aspekte aneinander, die es tatsächlich schwer machen, solche Objekte im Moment zu einem ordentlichen Preis zu verkaufen. Mhm.
Du hattest gesagt, die Preise sind unter Druck. Wie geht es jetzt weiter aus deiner Sicht auf dem Immobilienmarkt? Ich glaube nicht, dass wir einen Crash bekommen. Ja, Gott sei Dank haben wir in Deutschland schon in den letzten 10 Jahren nie die lockere Geldvergabepolitik der Banken gehabt, wie sie damals in der großen Immobilienkrise in Amerika oder in Spanien der Fall waren. Ja, es hat immer die Solvenz des Darlehensnehmers eine sehr große Rolle gespielt. Der Kaufpreis wurde nie komplett als besicherbar angesehen. Das heißt, wenn ich was für 500.000 Euro gekauft habe, hat vielleicht dann die Bank nur irgendwas mit 350 oder 400.000 Euro angenommen. Und wie gesagt, das, was wir uns immer für uns selbst oder für unsere Kunden gewünscht haben, dass man sagt, jawohl, die Immobilie ist die einzige Sicherheit, die ich der Bank gebe, das hat kaum eine Bank noch in den letzten 10 Jahren gemacht, sondern es war immer die Möglichkeit der Bank auch in andere, also wenn ein Darlehen Not gelitten hätte, auch auf andere Vermögenswerte oder ins Privatvermögen zurückzugreifen im Extremfall. Und das ist tatsächlich etwas, was sich jetzt positiv auf den Gesamtmarkt auswirkt. Also einen Crash haben wir eigentlich nicht zu befürchten, zumal wir auch keine wirklich spekulative Bautätigkeit hatten, also wo nur gebaut worden ist, um zu sagen, ich will es auf jeden Fall dann sofort, wenn ich es gebaut habe, zu einem deutlich höheren Preis wieder verkaufen und darauf gehe ich irgendwelche sportlichen Wetten ein. Und es ist zumindest kurz- bis mittelfristig nicht mit massivsten Leerständen auch in wirklich guten Lagen zu rechnen. Ja? Das, was wir beobachten, wir verkaufen ja momentan aus unseren Portfolien immer noch heraus, dass wirklich Objekte in guten Lagen doch noch immer sehr preisstabil sind. Käufer sind dann nicht mehr Investoren in erster Linie, sondern Eigennutzer, die dann für sich denken, was auch nachvollziehbar ist, ich kaufe jetzt lieber was Gebrauchtes, was aber vor 10 Jahren gebaut worden ist oder vielleicht auch vor 15 Jahren und den Ausbaustandard vom Jahr 2022 damals schon hätte, also sowas wie Dreifachverglasung, Niedrigenergiestandard etc. pp. Solche Objekte sind immer noch sehr, sehr gut marktgängig für Eigennutzer. Klassische Mehrfamilienhäuser, also diese Zinshäuser, die wir schon besprochen haben, das sind tatsächlich im Moment Ladenhüter und davon kann man auch ausgehen, dass dort eine Preiskorrektur noch kommen wird. Mhm. Und man darf ja nicht vergessen, dass diese ganzen unterschwelligen Trends, die du ja auch immer wieder angesprochen hast, zum Beispiel das demografische Thema, dass das ja auch noch irgendwie da ist und natürlich auch noch Einfluss auf die Preise haben wird oder auf die Nachfrage haben wird. Genau, also wir haben ja aufgrund der demografischen Entwicklung den oft besprochenen Remanenzeffekt. Das heißt, eine Familie konnte sich vielleicht leisten, mit ihren 5 Mitgliedern auf 150, 200, 250 Quadratmetern zu wohnen. Die Kinder ziehen aus und die demografische Forschung zeigt, dass wenn Kinder Abitur gemacht haben, dann kommen die selten wieder zurück nach Hause, sondern dann möchten die, wenn sie im Umland aufgewachsen sind, immer noch in den Städten gerne wohnen. So. Und dann wohnen auf einmal Senioren zu zweit oder schlimmstenfalls alleine auf riesigen Flächen. Wir haben einen unheimlichen Flächenverbrauch pro Kopf in Deutschland, was die Vermietung angeht. Und es bestehen überhaupt keine Anreize für diese Menschen, sich in ihrer Wohnsituation zu ändern. Weil wenn sie diese Objekte verkaufen oder vermieten wollten und in irgendetwas anderes ziehen, müssen sie jetzt nachvollziehbarerweise, wenn etwas neu vermietet wird oder jetzt wird etwas frei, werden Mieten aufgerufen, die das Budget fürs Wohnen für sie überhaupt nicht verringern im Vergleich dazu, wenn sie einen solchen Flächenverbrauch bis zum Lebensende haben, trotz der gestiegenen Energiekosten. Und das sind Themen, wo man mit Sicherheit auch in absehbarer Zeit, irgendwo so ab 25, 26, und das ist das, was wir auch schon vor Jahren mit unseren Partnern prognostiziert haben, weil es sehr, sehr planungssicher war, dass wir dann Flächenüberhänge haben werden. Die Frage ist halt, wo? Ein weiterer Trend, der zu beobachten ist, ist, der greift noch nicht so richtig in den Zentren im Moment, jetzt auch hier in München im Moment noch nicht, aber dass wirklich der Trend dazu geht, dass doch weniger in den Innenstädten gewohnt wird, sondern vielmehr auch doch das Land gesucht wird. So, und da kann man jetzt natürlich sagen, jawohl, wir investieren im Speckgürtel, aber nachvollziehbarerweise sind die Speckgürtel von allen Städten immer viel, viel größer als die Toplagen in den Städten. Also darauf Wetten abzuschließen, wo dann jetzt genau was auch immer stattfindet, hinsichtlich der Zuzugs- oder Wegzugspolitik der Mieterschaft, wird sehr schwer, so etwas zu prognostizieren. So,
Dann sind zum Beispiel aber auch so Entwicklungen überhaupt in der großen Dynamik der Wirtschaft. Ja, Tesla überlegt zum Beispiel, jetzt mal eben 2000 Arbeitsplätze weniger oben in Brandenburg zu schaffen, als es noch vor einem halben Jahr das Thema war. Ja, und darauf haben sich auch gerade oben in der Region doch viele Investoren auch verlassen. Heißt, es sind viele Unwägbarkeiten im Markt, die es schwer machen, da Prognosen drüber abzugeben. Trotzdem hattest du ja am Anfang gesagt, so ganz abschreiben willst du die Immobilie nicht als Anlageklasse. Nein, nein. Aber aus einem völlig anderen Grund. Als das, wo jetzt wirklich vielleicht andere Leute in den letzten Jahren eingekauft haben. Wir haben auch schon vor 15 Jahren nie unter dem Aspekt eingekauft, dass wir gesagt haben, ich glaube, dass sich, ja, wie wir es jetzt erlebt haben, obwohl wir nicht darauf spekuliert haben, der Einkaufspreis innerhalb der Haltedauer von 10 oder 12 Jahren verdoppelt. Ja, das war nie die Zielsetzung, sondern wir sind damals hergegangen und haben gesagt, als Beimischung und weil es sich der Investor leisten konnte, weil er ein ordentliches Einkommen hatte oder hat und weil auch anderes Vermögen zum Hedgen einer solchen Investition da war. Immobilien waren für uns immer mit Risiken bedacht. Das war nie sicher, 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 sondern wie jedes Investment und gerade die Immobilie stellt ja noch zusätzlich ein Klumpenrisiko dar. Das war immer so und das ist so und das wird auch immer so bleiben, dass eine Immobilie ein Klumpenrisiko ist. Gingen damit entsprechende Risiken wie Zinsänderungsrisiko, Leerstandsrisiko, Investitionsstaurisiko mit einher. So, was damals in vielen Fällen möglich war, war, dass wir, das hatte ich vorhin angesprochen, einfach einen Investitionsstau in großen Städten hatten, wo in sehr, sehr guten, nicht replizierbaren Lagen Altbaubestand war, der kulturell so wertvoll erachtet wurde, dass er als denkmalgeschützt ausgewiesen wurde. So. Und da war dann tatsächlich die Möglichkeit gegeben, solche denkmalgeschützten Objekte, angemerkt sei noch der Umstand, dass es damals nicht teurer war, ein denkmalgeschütztes Objekt kern zu sanieren und auf den neuesten Ausbaustandard zu bringen und dabei noch ein Kulturgut zu erhalten oder zu schaffen, als wenn ich auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Neubau errichtet hätte. So. Der einzige Unterschied, der aber sehr, sehr große Auswirkungen auf die Cashflow-Situation des Investors hatte, war der, dass ein Großteil der Sanierungskosten bis zu 80% über 12 Jahre steuerlich geltend gemacht werden konnten. Und da eine Zahl zu nennen, wenn ich jetzt eine Eigentumswohnung für 250.000 Euro bewegt habe und die hatte von mir aus einen Sanierungsanteil von 65%, der mit dieser Paragraph 7i aus dem Einkommensteuergesetz Sonder-AFA versehen war, habe ich, wenn das oben aus dem Spitzensteuersatz rausgenommen wurde, irgendwo zwar zwischen 60.000 Euro weniger an Steuern gezahlt. So. Was dann entsprechend auch den Rückfluss wieder gezeigt hat. Und das bedeutet dann, und das war unser Beratungsansatz damals, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich das Objekt zum Einstand wieder verkaufe, habe ich einen Zugewinn der entsprechenden Steuerersparnis planbar gehabt und alles, was an positiver Entwicklung kommt, nehmen wir gerne mit, damit kalkulieren wir aber gar nicht. So, wenn dann ein solches Objekt jetzt noch einen Wertzuwachs gehabt hat, den ich steuerfrei einstreichen konnte von 60, 70 oder gar 100%, wunderbar. Aber sowas ist damals nicht planbar gewesen und wer behauptet, er hätte es in 2008, 2009 gewusst, das muss er mir mal gerne begründen. Für mich wäre es nicht plausibel, es damals zu wissen, dass wir diese Entwicklungen hatten. So. Jetzt zu deiner eigentlichen Frage, warum habe ich es trotzdem nicht abgeschrieben? Es ist in der Vergangenheit in unserem Land immer so gewesen, dass wenn ein Investitionsstau da war, solche entsprechenden Steueranreize gegeben wurden. Wie zum Beispiel die Denkmal-AFA oder die degressive AFA in den 80er, 90er Jahren, wo man in den ersten Jahren 10% der Gestehungskosten abschreiben konnte. Und für uns ist eigentlich der einzig plausible Ansatz das Problem des Investitionsstaus, was jetzt eben Dekarbonisierung auf der einen Seite angeht und Wohnraumschaffung in den Ballungszentren auf der anderen Seite, kann nicht über Zuschusspolitik gelöst werden, sondern eigentlich nur über steuerliche Anreize, wie auch immer die geartet sein werden. Und es ist wahrscheinlich, dass da noch irgendetwas kommen wird, über das hinaus, was jetzt versucht wurde darzustellen, aber was nicht in dem Umfang angenommen wird, sondern die Bautätigkeit ist nicht nur wegen der Lieferkettenproblematik quasi zum Erliegen gekommen, muss man ganz klar sagen, sondern auch, weil entsprechende Anreize schlicht und ergreifend fehlen. Weil wir wissen, dass Liquidität bei Investoren vorhanden ist und zwar nicht so knapp.
Das heißt, so fallende Preise wären für dich jetzt erstmal kein Grund, jetzt wieder in den Markt zu gehen? Nicht als einziger Grund. Ja, mit Sicherheit werden wir, wenn in guten Lagen Preise sich angleichen werden, da immer wach sein und ein Auge drauf haben. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt wäre der, wenn wir mal wüssten, welche Standards tatsächlich jetzt als State of the Art definiert würden. Erstens. Zweitens, wenn ich wüsste, was das kostet, dann so etwas umzusetzen, da sind wir ja völlig im freien Fall nach oben, was die Baupreise angeht. Du weißt nur, das kommt was, irgendwelche Auflagen hinsichtlich energetischer Sanierung und so weiter, aber du weißt noch nicht, was genau, kommt, wir dürfen davon ausgehen, dass dort etwas kommt. Also die Auflagen sind ja mehr oder weniger definiert, aber mal heißt es KfW 40 ist Standard, warum sollen wir das noch fördern? Ja, dann heißt wieder Worst First, es werden Einzelmaßnahmen gefördert, das, was gefördert wird, habe ich vorhin beschrieben, ist jetzt nicht so toll, dass man da sagen kann, deshalb kaufe ich was Neues. Ja? Was ich dringend empfehlen würde, und deshalb haben wir die Immobilie im Bestand auf dem Fokus, dass ich wirklich empfehlen würde, wenn ich mehrere Objekte im Bestand halte, würde ich den einmal durchforsten, schauen, gibt es etwas, was ich halten möchte, weil es einfach von der Lage her sehr, sehr gut ist, weil es Entwicklungspotenzial hat. Und dort ist tatsächlich eine planbare Fördermöglichkeit, dass ich ja in gewissen Umfängen tatsächlich den Sanierungsaufwand sofort auch als Betriebsausgabe zeichnen kann und das noch als Ergänzung, so es den Zusehern nicht geläufig ist. Ich habe ja mal noch die Situation, dass ich die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung mit anderen Einkünften verrechnen kann. Das heißt, wenn ich ein gutes zu versteuerndes Einkommen habe auf der einen Seite und ich produziere steuerliche Verluste durch die steile Abschreibung im Immobilienbereich auf der anderen Seite, ist mein Gesamtnettovermögen oder Einkommen steigt. So, und das sind steuerliche Anreize. Es wird jetzt postuliert, ich weiß nicht, welche Partei das war, dass durch diese erhöhten Abschreibungsmöglichkeiten angeblich unkontrollierte Steuermindereinnahmen zu befürchten seien. Das halte ich für überhaupt nicht nachvollziehbar, weil wenn eine rege Bautätigkeit ist, werden Umsatzsteuer fällig, werden Lohnsteuer fällig, werden Gewerbesteuer fällig bei den ausführenden Firmen. Also mit Verlaub gesagt, das wird deutlich überkompensiert und das ist es auch immer in der Vergangenheit gewesen. Ein ganz entscheidender Aspekt für Bestandsobjekte ist noch der, dass es tatsächlich im Moment zumindest noch geltendes Recht ist, dass wenn ich zum Beispiel auch vor 5 Jahren erst ein Objekt gekauft habe, was gebraucht war, was meinethalb in den 60er Jahren gebaut worden ist, dass erstmal automatisch die Finanzverwaltung hergeht und sagt, das aufstehende Gebäude, was damals gebaut wird, hat eine Restnutzungsdauer von 50 Jahren noch. Heißt, ich kann nur 2% abschreiben von dem, was oben drauf steht auf dem Grundstück. Und da konnte ich bislang hergehen und sagen, ich lasse einen Gutachter mal durch mein Objekt gehen und sagt, da ist eine Ölheizung aus den 70er Jahren noch drin, da ist noch eine Verglasung drin mit Stahlrahmen und so weiter und so fort, ohne ins Detail zu gehen. Die Restnutzungsdauer des Objektes sind nicht 50 Jahre, sondern 15 Jahre. Dann wird es wieder spannend, dann kann ich das steiler abschreiben und mir entsprechend ein Paket schnüren mit Sanierungsmaßnahmen, wo unter Umständen ein ähnlicher Hebel entstehen kann wie im denkmalgeschützten Bereich. Das wäre aber für mich auf keinen Fall der Anlass, jetzt nach solchen Objekten zu suchen, weil es gibt, und das ist ansatzweise haarsträubend, einen Referentenentwurf, der genau diese Möglichkeit der Abkürzung der Restnutzungsdauer komplett kippen will auf der einen Seite und auf der anderen Seite pauschal sagt, wird Wohnraum neu geschaffen, setzen wir eine AFA von 3 Jahren, also neue Gebäude haben auf einmal alle pauschal eine Restnutzungsdauer von 33 Jahren. So. Und mit Verlaub gesagt, das wird auf der einen Seite mit Sicherheit zu großen juristischen Diskussionen führen, weil ich kann nicht etwas Neues kürzer abschreiben als etwas, was älter ist. Das ist schon mal ein Widerspruch und ich kann auch diese Abkürzung der Nutzungsdauer nicht ohne weiteres unserer Meinung nach einwandfrei juristisch vom Tisch kehren. Wir werden sehen, was da noch passiert. Aber wen das interessiert, der kann einfach auch mal nach dem Begriff Nutzungsdauer googeln. Das führt zu weit, das jetzt noch weiter auszuführen. Aber um es ganz klar zu sagen, das wäre auf keinen Fall für uns jetzt im Moment der Anlass, irgendein Objekt zu kaufen und auf diese Dinge zu spekulieren. Genau, also um es noch mal zusammenzufassen, das heißt, fallende Preise sind erstmal nicht, reichen jetzt erstmal nicht, um jetzt wieder Immobilien aus deiner Sicht spannend zu machen, sondern es müssen auch entsprechende steuerliche Anreize dazukommen, damit sich halt die ganze Sache rechnet. Formulieren wir es allgemeiner.
das, was du zum Schluss gesagt hast, ich muss irgendwo eine sehr große Planungssicherheit haben, dass sich die Sache rechnet, dort sehr langfristig einen großen Teil meines Vermögens zu binden. Und Mieteinnahmen sind nicht diese Planungssicherheit, die ja immer gerne so vorgeschoben werden? Die Höhe oder die Möglichkeit der aktuellen Mieteinnahmen können das Risiko für uns nicht ansatzweise kompensieren. Also werden auch nicht im Moment bei Neubauten in der Lage sein, irgendwo das Objekt zu refinanzieren. Das, was wir erleben, ist, wenn Objekte im großen Stil eingekauft werden von institutionellen Investoren oder Family Offices, dann ist das eine vermeintliche Alternativlosigkeit, ja, weil Aktien dort als Wetten oder Spielgeld immer noch begriffen werden, was sehr, sehr schade ist, weil man könnte es wirklich anders abbilden. Was ich immer noch betonen kann, ist, die Rolle der Immobilien als solches ist im Vergleich zu den letzten 40 Jahren wirklich eine andere geworden. Wir hatten damals völlig andere Planungssicherheiten und jetzt ist die Immobilie, ich möchte nicht sagen, zu einem Risikoinvestment geworden, aber sie kann nicht mehr das Fundament für Vermögensstrukturen bilden, die andere Risiken und andere Vermögenskumulationen abfedern soll. Das wird sehr, sehr schwer, das darüber abzubilden, wenn überhaupt. In unseren letzten Interviews hattest du immer wieder gesagt, wer jetzt eine Immobilie hat, ich würde mal einen Verkauf prüfen. Mhm. Ist das noch immer eine Empfehlung? Unbedingt. Obwohl die Preise gesunken sind? Ja, es ist halt die Frage, was wir dort für Objekte haben. Ich würde mir meine Gesamtvermögensstruktur anschauen und wenn ich dort, um eine Zahl zu nennen, irgendwo mit 60% oder 70% Immobilienquote unterwegs bin, ist das einfach zu viel. Ja, das Investitionsstau hin oder her, wenn ich nicht entsprechende Gegengewichte dort liegen habe, sei es in Bar- oder in Wertpapierportfolien, kann mir das echt ganz böse um die Ohren fliegen. Also wir haben schon Vermögensstrukturen wirklich gesehen, die höchst komfortabel waren, wo jetzt nochmal in Immobilien nachgeschoben worden ist. Das macht keinen Spaß, da drauf zu schauen. Ja? Muss man jetzt mal abschauen. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, und deshalb auch verkaufen. Und wer es jetzt nicht in den letzten 24 Monaten gemacht hat, der soll da auch sich mal ansatzweise verhandlungsbereit zeigen. Und andere Objekte mal hinsichtlich der Aspekte, die ich gerade versucht habe, in der Kürze der Zeit zu erläutern, einfach mal durchzuspielen und durchzurechnen, um dann einen neuen Blick auf das Portfolio als solches zu kriegen. Und das Schöne ist ja, dass ich wirklich im privaten Immobilienmarkt für gute Objekte in guten Lagen auch noch wirklich stabile, ordentliche Preise erzielen kann. Es dauert nur deutlich länger, als es bis vor einem halben Jahr noch der Fall war. Wenn wir jetzt mal annehmen, die Zinsen steigen weiter, welche Auswirkungen hat das auf den Immobilienmarkt? Zunächst mal weiterhin Preis nach unten regulierend. Ja, weil es wird ja immer geschaut, oder sollte immer vom Investor danach geschaut haben, was kostet mich das Gesamtpaket. Und wenn ich zum Beispiel ursprünglich ein Objekt einkaufen konnte, vielleicht für einen höheren Preis, und ich habe es irgendwo mit 1,5% finanziert und jetzt sind wir doch schon zum Teil mit 4% unterwegs, dann können wir regelmäßig beobachten, dass genau um diesen Kapitaldienst mehr, den ich sonst für die Tilgung einbringen konnte, auf einmal der Gesamtpreis der Immobilie nach unten verhandelt wird. Es gibt Marktteilnehmer, die gehen forscht dann an Verkäufer ran und sagen, ich finde deine Immobilie super, aber da steht der falsche Preis dran, ich erkläre dir jetzt mal, wie der zu kalkulieren wäre. Ja? Viel Erfolg dabei, manchmal funktioniert das auch tatsächlich. Ja, planbar halte ich solche Verhandlungen nicht, weil, was ich vorhin auch gesagt habe, häufig sagt dann der Verkäufer, nein, 500.000 Euro sind 500.000 Euro und der Markt versteht mich nicht. Okay, irgendwann wird es sich regulieren. Ja, also das heißt, auf dem Immobilienmarkt, da ist weiterhin Druck drauf. Ja. Und erst wahrscheinlich, wenn die Politik sich irgendwie bewegt, steuerliche Anreize gibt, du hast das ausgeführt, dann kann so irgendwie der Druck so ein bisschen entweichen, damit Bautätigkeit angeregt und so weiter, dann passiert auch wieder was. Die Politik könnte einen Gutteil dazu beitragen, dass mit jedem Fall, die Politik kann an der Lieferkettenproblematik nichts ändern. Ja? Und ich habe schon mal geflaxt bei uns im Kollegenkreis, wir könnten eigentlich mal so eine Selbsthilfegruppe für aktiv tätige Bauherren gründen, weil das macht nicht besonders viel Freude im Moment aktiv unterwegs zu sein, was dort wirklich passiert. Wo man jetzt aber auch nicht auf die Bauunternehmer oder Handwerker schimpfen kann. Ich gebe nur ein Beispiel, das ist historisch. Vorgestern habe ich da mit einem Kunden drüber geredet, wo es tatsächlich jetzt so ist, dass Generalunternehmer hergehen und sagen, wir müssen reden. Ich hätte gerne eine Änderung in meinem Vertrag und zwar dergestalt, bevor ich mit einem Gewerk beginne, also Ausschachten, Keller, Bodenplatte, Dach, was auch immer, hätte ich gerne 2 Wochen, bevor ich mit der Arbeit
des Gewerkes beginne, den kompletten Preis für das Gewerk bar ausgezahlt. Sonst wurde immer nach Baufortschritt gezahlt. Dann hat der Kunde die witzige Idee gehabt, okay, dann kriege ich das Konto. Sagt er, nee, dann baue ich gar nicht. Und das zeigt eigentlich, was wir für verrückte Verhältnisse momentan am Markt haben. Da hat die Politik nur sehr geringen Einfluss drauf. Aber man muss ganz klar sagen, irgendwann werden sich diese Verhältnisse auch wieder normalisieren, ja, wie auch immer. Und das ist auch eine ganz klare Aussage von mir. Ich würde den Teufel tun, Entschuldigung, in der jetzigen Zeit irgendein Bauprojekt beginnen. Das ist mit so großen Unwägbarkeiten behaftet. Und wie gesagt, selbst Generalunternehmer, die halten vielleicht die Preise. Aber da ist unheimlich viel schlechte Musik im Moment unterwegs, was das Thema angeht, der Planbarkeit von solchen Projekten. Und die musste ich schon immer bei Immobilienprojekten ansatzweise haben, weil es gibt nichts Schlimmeres, bei einer Bank wegen einer Nachfinanzierung aufzulaufen, die irgendwo Richtung 20-30% der ursprünglichen Finanzierungssumme geht. Und wenn dann die Bank sagen muss, das können wir leider nicht abbilden, ja, dann habe ich da ein halbfertiges Objekt stehen und das kann mir richtig Geld verbrennen. Und bei der Bestandsimmobilie, das hattest du ja gesagt, jetzt auch nicht unbedingt jetzt schon mit den Füßen scharren und gucken, wo sind die günstigen Objekte, sondern erstmal ruhig bleiben, abwarten. Wach bleiben, wach bleiben, sich informieren. Ja, Immobilien sind keine Selbstläufer. Immobilien machen immer Arbeit. Ja, wenn ich Immobilien im Bestand habe, ja, ich kann da eine Menge delegieren, aber ich muss mich schon kümmern. Und da sind zum Beispiel so Dinge wie Wertpapierportfolien deutlich charmanter und komfortabler zu handeln als ein Immobilienbestand. Aber nichts gegen Immobilien, ja, aus ganz unterschiedlichen Gründen ist genau jetzt der Zeitpunkt, sich mit dem Thema zu befassen und den Markt zu beobachten. Und früher oder später wird es auch da wieder zu einer Normalisierung kommen. Ich glaube, dass wenn wir uns in 2 Jahren unterhalten, dann haben wir andere Verhältnisse und dann können wir auch nochmal andere Themen in dem Bereich bewegen. Martin, vielen Dank. Danke.